Seit Freitag gibt es ein neues Drama auf Netflix, dessen Trailer schon sehr interessant aussah und auch der Cast durchaus spannend ist. Und damit geht es hier jetzt um die Ausgrabung. England kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Die Witwe Edith Pretty möchte herausfinden, ob sich in mehreren Hügeln auf ihrem Land verborgene Schätze der Vergangenheit verbergen könnten. Bereits als Kind hat sie von ihrem Vater die Leidenschaft für Ausgrabungen übernommen und daher ist die Neugier groß. Ein ähnlich begeisterter Hobbyarchäologe ist Basil Brown. Wenn man ihm eine Handvoll Erde aus Suffolk bringt, kann er exakt sagen, woher sie stammt und welcher Zeit sie zuzuordnen ist. Gemeinsam begeben sich Mrs. Pretty und Mr. Brown in das Abenteuer und machen eine sagenhafte Entdeckung, die das Interesse der Öffentlichkeit nach sich zieht, während am Horizont ein düsteres Kapitel der Geschichte beginnt. Die Ausgrabung im Original The Dig geht 112 Minuten, hat eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 12 Jahren und ist dort seit vergangenem Freitag, dem 29. Januar 2021 anschaubar, ist ein historisches Drama und eben die Geschichte einer Frau, der es nicht gerade einfach mitgespielt wurde im Leben, die Verantwortung gegenüber ihren Kindern hat, die diese Leidenschaft für Ausgrabungen in sich birgt, schon ausgemergelt aufgrund dessen, was sie erlebt hat, wirkt aber auch wahrscheinlich mehr dahinter stecken wird und gleichzeitig eines Mannes, der diese Leidenschaft eben teilt. Jemand, der gerne in der Erde buddelt, wühlt, sich darüber hinaus vergisst und eine Faszination dafür entwickelt, wo ich ganz klar sagen muss, dass Ralph Fiennes hier in keiner Sekunde unauthentisch wirkt, sondern man an dieser Figur von Basil Brown total dranhängt und auch dann, wenn es fast zu einem sehr schwierigen Moment kommt, er sofort wieder an die Arbeit geht und man denkt, interessant, interessante Figuren, ein Drama, das spannend ist, wie es mancher Thriller nicht ist, obwohl es keine unerwartbaren Dinge gibt, wo man denkt, oh, wo könnte das jetzt hinlaufen, aber es steckt eben so viel Liebe zu dieser Sache mit drin und Nebenfiguren bekommen trotzdem genug Hintergrund, als dass sich das insgesamt wie eine schön inszenierte Nummer von Simon Stone anfühlt. Und ich fand den Trailer schon wirklich sehr spannend zu die Ausgrabung und der Film sollte es genauso bleiben. Umso schöner zu sehen, dass an dem Tag heute, wo ich die Review drehe, der es sogar in die Top 10, sogar auf Platz 5, glaube ich, in Netflix Deutschland mal geschafft hat, weil so diese kleineren Filme, die sind nicht immer unbedingt massentauglich und schön, wenn sie dann trotzdem immer mehr von einem breiteren Publikum geschaut werden. Reden wir kurz über den Cast, Ralph Fiennes als Basil Brown. Der ist ein großer Charakter-Meme, den findet man aber auch in großen Franchises, aber eben auch in vielen kleineren Filmen. Er ist ein toller Charakterdarsteller und man bezweifelt eben keine Sekunde, dass dieses Herz für Ausgrabungen schlägt. Wenn er zusammen mit Mrs. Pretty darüber diskutiert, mit welchem dieser Hügel man anfangen sollte und dabei erzählt wird, warum eben er bei bestimmten Beobachtungen denkt, dass dieser oder jener der Richtige sein könnte, dann ist hier eben clever erzählt, woher das Wissen, die Intelligenz, die Leidenschaft bezüglich dieser Archäologie kommt, auch wenn er diesen Rang nie offiziell erworben hat. Und das macht diese Figur so sympathisch, dass sie mehr weiß als Leute, die wie Fachidioten daherkommen und sich trotzdem damit zurechtfinden muss, beziehungsweise damit zufrieden geben muss, was man ihm fast wie so einen Knochen hinwirft, was er darf und was er nicht darf. Und das tut einem besonders weh, wenn auf einmal Leute aufschlagen, die Fachidioten von höchster Stelle hereilen und dann nicht unbedingt zu würdigen wissen, was dieser Mann hier entdeckt und findet. Aber genauso ist es eben auch bei Carey Mulligan als Edith Brown, die auf mehreren Ebenen funktioniert, als einmal die Frau, wo man merkt, dass Geld nicht über all den Schmerz, den sie erlebt, hinwegtrösten kann, sie immer wieder am Grab ihres verstorbenen Mannes zu sehen, aber auch die Verantwortung gegenüber der Kinder, ein Schicksal, das nicht unbedingt positiv mit ihr spielt und trotzdem sie herausfinden will, was es mit diesen Hügeln auf sich hat. Das verbindet viele, viele Ebenen, um diese Figur zu malen. Und da finde ich, dachte, dass Carey Mulligan richtig gut. Ich hätte mir fast noch mehr Screentime von ihr gewünscht, aber dieses Zusammenspiel aus Ralph Fiennes und Mulligan ist eine richtig schöne Nummer und wird zum Beispiel durch einen Archie Barnes, der Robert Pretty spielt, den jüngsten Sohn eben von Mrs. Pretty, komplettiert, weil der diese Leidenschaft und Liebe weiterträgt. Wenn es ein Versprechen gibt, was es einzulösen gilt, in die Sterne zu schauen, dann radelt er so weit, wie er kann, um das hier zu verbildlichen, in diesem Film zu zeigen, dass jemand ganz, ganz doll zu dem steht, was er an Worten gibt und an, was an Versprechen im Raum steht, hat er auch eine ganz tolle Szene zusammen mit Ralph Fiennes über die Verantwortung und das Beschützen von geliebten Menschen. Die hat sich mir richtig ins Hirn gehämmert, wo ich sagen muss, da steckt einfach ganz, ganz viel Herz punktuell immer wieder in diesem Film drin, über dem eben dieser düstere Schatten des Zweiten Weltkrieges die ganze Zeit sich langsam hinüberzieht an dieser Stelle. Lily James dann unter anderem noch als Peggy Piggott ist eher so eine Frau, die die Thematik, das Bild
fehlt der Frau, weil die reiche Witwe Mrs. Pretty, zu der jetzt endlich alle aufschauen, aber die aufgrund auch des Geldes, was sie hat, jemand ist, der irgendwie schon delegieren kann, ist das so ein bisschen der Kontrapart, der hineingestreut wird und die selbst mit ihrer Liebe nicht so richtig weiß, wohin. Von dem eigenen Mann eher so ein bisschen beiseite geschoben, entdeckt sie eben Dinge und vor allem aber dann auch wieder, wenn sie feststellen muss, dass sie nicht wegen ihrer Kompetenz angeheuert wird, sondern wegen anderen Dingen, wo eben ganz viel Potenzial auch wieder drinsteht, allein über diese Figur zu diskutieren. Auch wenn ihr Hintergrund gegeben wird, hätte ich mir von ihr auch noch mehr tatsächlich gewünscht. Aber Lily James macht eine richtig interessante Performance hier auch aus, wo ich sage, mochte ich. Ansonsten haben wir eben die Öffentlichkeit, dieses Interesse auch von der nächsten Kleinstadt auf diese Ausgrabungen, die Menschen, die da vor Leidenschaft agieren, aber auch die hochtrabenden Menschen vom British Museum, die dann irgendwann wie so dann nach Krallen, nach einer Entdeckung, an die sie erst nicht glaubten und verlachten und dann irgendwann feststellen, oh, das ist vielleicht ein ganz, ganz großer Fund. Aber alle diese Figuren sind wichtig. Was ich damit sagen will, ist, der Cast ist fein ausgewählt und auch fein inszeniert. Technisch ein sehr solider Film. Die Kamera arbeitet in überwiegender Weise mit recht kalten Farben, weil wir immer auch so dieses kalte, ländliche England und immer wieder die Flugzeuge, die drüber hinwegfliegen, weil ein Militärstützpunkt nicht weit weg ist, immer wieder der Reminder ist, hier bildet sich gerade Großes ab. Was natürlich interessant ist bei diesem Film, weil gerade wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht oder Anfang oder Ende Zweiter Weltkrieg, natürlich das immer im Fokus steht, aber es eben auch Geschichten am Rande dessen gibt und die hier in den Fokus zu rücken, ist natürlich interessant. Ansonsten klar auf Drama gesetzt, die Kamera. Es geht um das, was wir erleben, wie wir es erleben, aber wenn wir dann so eine Fahrt haben über so einen Hügel drüber und das erste Mal sehen, was man da findet oder auch in einem Schreckmoment etwas passiert, womit man tatsächlich gar nicht rechnet in dem Moment, ist die Kamera sehr, sehr nah dran und bleibt dann auch sehr nah dran, wenn es gefühlt um Leben und Tod geht. Bringt sie noch genug Variation rein, sodass man spürt, dass seine eigene Identität hintersteckt. Das gilt übrigens auch für die Musik, die fein und bedacht komponiert wird und auf dem Film wirklich mit auf der Welle schwimmt. Nie zu drüber, nie zu drunter, war. Ist Kostüm den Figuren angepasst, ohne dabei zu sehr auszubrechen. Das heißt, irgendwie, wer jetzt irgendwie ein bisschen mehr Geld hat, ist jetzt nicht ewig adelig daher stolzierend, sondern alles behält sich von der einfach gekleideten Figur bis hin zu, man ist aus vielleicht, ich will nicht sagen, anderen Stand, aus einer anderen Schicht oder was auch immer, bleibt es aber trotzdem optisch in so einem Rahmen, der sich für den Film stimmig anfühlt, ist das Szenenbild, weil ich eben auch Ende 30er Jahre, ich mag es ja, wenn man andere Jahrzehnte taucht, finde ich sehr, sehr schön anzusehen. Und das ist ein Großteil eben ländlich oder das Anwesen von Mrs. Pretty oder mal ein bisschen Kleinstadt. London hört man zwar immer wieder mal von, aber so richtig abgebildet wird das nicht. Wirken die Effekte ansonsten handgemacht, sage ich. Ein sehr gutes Setting, schönes Szenenbild. Ein Film, bei dem viele Figuren durch die Leidenschaft für eine Sache sich miteinander verbinden. Und das trägt emotional immer gut bei einem Publikum, dass selbst Themen, die einem persönlich nicht unbedingt nahestehen, aber ich fühle mich selbst ertappt. Ich war mal in Santorin in einer Ausgrabungsstätte, wo man richtig so laufen konnte über der Ausgrabungsstätte, die ziemlich groß war. Wie faszinierend das ist, diese alten Gänge und Wege zu sehen, und irgendwie schafft es der Film sehr, sehr gut, einen für die Vergangenheit zu faszinieren. Das mochte ich. Und jetzt man eben einen Schauplatz am Rande des Zweiten Weltkrieges zu Beginn sucht, mit diesem tollen Cast, und das ist ja spannend, ist, obwohl man nichts Unerwartetes vermutet, finde ich wirklich gut, und auch die Beziehungen der Figuren untereinander, die sich zwar im Film erst kennenlernen, aber trotzdem schöne Momente miteinander bekommen. Am Ende sage ich, wer ein gutes Drama zu schätzen weiß, sollte sich die Ausgrabung The Dick definitiv anschauen, bekommt von mir 8,5 von 10 möglichen Punkten als historisches Drama und 8 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu diesem Film und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.